Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening präsentieren. Und zwar habe ich mir wieder ein paar Paragon-Kisten aus BFA zusammengefarmt und die möchte ich jetzt aufmachen. Insgesamt sind es wieder 6 Stück, hier quasi 4 im Inventar und ja, 2 habe ich noch beim Händler hängen. Beziehungsweise ja, beim ja, Händler könnte man so dazu sagen. Die kann man ja erst einlösen, wenn man die anderen aufgemacht hat. Denn es ist leider hier so, dass seelengebunden und einzigartig sind. Und naja, man kann dann nicht mehrere gleichzeitig im Inventar haben. So, nichtsdestotrotz wollen wir jetzt mal anfangen. Und zwar öffnen wir als erstes mal die von der 7. Legion. Und ja, da war nichts weiter drin, das war zu erwarten. Denn die habe ich tatsächlich auch schon fertig. Da habe ich nämlich das Toy schon. Die farme ich quasi nur noch so ein bisschen nebenher, um die Marken hier vollzukriegen. Und sobald ich das nächste jetzt aufmache, müsste ich die 750 zusammen haben. Nice, da sind die 750. Und ich kann mir endlich das Mount kaufen. Das machen wir jetzt fix und dann machen wir die anderen 4 Kisten auf. Und zwar den schicken Gaul hier, den Säbler. Und ja, ich würde sagen, den gucken wir uns jetzt auch mal an, oder? Wenn wir schon den jetzt kaufen, wie heißt der? Mondpriester, hier haben wir ihn, den schicken Säbler. Warte, das machen wir mal ganz kurz klein und dann geht's gleich hier weiter mit den Kisten. Boah, der, also der sieht schon echt schick aus, ne? Also der hat definitiv was. Ja, ja, gefällt mir. Hat jetzt lang genug gedauert für 750 Marken. Farmt man doch schon eine ganze Weile. So, wir werden uns jetzt einmal rüberbegeben. Und zwar zu Magni, hier nach Silithus. Denn, ja, ich habe auch 2 Kisten von quasi seiner Fraktion. Ich weiß gar nicht, wie Helden von Azeroth oder irgendwie so heißen die. Oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas heißt das Ding. Nee, Champions von Azeroth. Ich war nah dran. So, dann, nächste Kiste, da haben wir leider auch nichts drin. Ich habe einfach kein Glück, ne? Wiederum nichts. So, dann haben wir jetzt noch Sturmwacht einmal und Tortolana. Wieder nichts. Eine einzige Kiste, komm, drück mir die Daumen. Oh, ich habe ein Rezept gekriegt. Aber da brauche ich den vorherigen Rang für. Okay, also was haben wir gekriegt? Ein einziges Rezept, das war es aus dem Ganzen. Das ist sehr, sehr ernüchternd. Und für das Rezept brauche ich tatsächlich den vorherigen Rang. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was das ist. Blutiges Festmahl. Und da muss ich jetzt mal gucken, warum ich da den vorherigen... Blutiges Festmahl, wo kriegt man denn den vorherigen Rang her? Ah, den kriegt man bei den Tortolanern. Wenn man ehrfürchtig ist, dann kann man das kaufen. Das bin ich natürlich selbstverständlich. Bloß ich Gimp habe anscheinend nie, ja, nie großartig das Ding gekauft. Das Rezept, das werde ich jetzt gleich mal nachholen. Ja. Das war's mit dem kleinen Opening. Mein Mount habe ich rausgezogen. Jetzt brauche ich keine 7. Legion mehr farmen. Heißt, mit dem Alichar wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen seltener die Openings geben, weil, wie ihr seht, vor allem die Kisten der 7. Legion treiben mir den Counter an. Oder ich muss natürlich ein bisschen mit der Anzahl runtergehen. Ne? Es geht jetzt leider nicht mehr ganz so schnell wie in, ja, hier in Legion mit den Kisten voran. Hier in BFA ist es ein Ticken zäher, weil man ja über die Missionen nicht ganz so viel Ruf erwirtschaften kann. Ja, das war's mit dem kleinen Opening. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es trotzdem Spaß gemacht, mich wieder leiden zu sehen und nichts quasi zu bekommen. Aber naja, es kommt das nächste Opening und dann kriege ich hoffentlich meine Items, die ich haben möchte. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.